Hallo, hier ist wieder Holger Nentwick mit einem neuen Video. Heute zum Thema die 10 häufigsten Fehler beim Vermögensaufbau. Das Ganze für meine Community, für die GFMS-Community, für meine Kunden, für meine Interessenten. Der erste Fehler, der häufig gemacht wird, ist die Einstellung, ich habe ja noch Zeit. Das hat man sehr oft bei jungen Leuten. Ach, ich muss jetzt erstmal meinen Job etablieren, auf die nächste Gehaltserhöhung warten etc. Und dann gucke ich mal, dass ich dann anfange. Nur ein Beispiel, wenn du normalerweise, sagen wir mal, 140.000, 120.000 Euro ansparen möchtest und du hast 30 Jahre Zeit, dann reicht es eigentlich aus, 4.000 Euro pro Jahr einzuzahlen. Hast du nur noch 20 Jahre Zeit dafür, dann musst du pro Jahr schon 6.000 Euro einzahlen. Hast du gar nur 10 Jahre Zeit, heißt das, 12.000 Euro pro Jahr muss eingezahlt werden. Da merkst du, Zeit ist Geld. Je eher du anfängst, Geld einzubezahlen, desto eher kannst du ein Sparziel erreichen. Und nicht zu vergessen der Zinseszins. Denn ob du mit 0%, mit 2% oder mit 5 oder 7% dein Geld vermehren kannst, die Zinseszinsen helfen dir und Zinsen, die du auf dein Geld bekommst, Geld zu vermehren. Ein ganz interessanter Effekt. Da kann man sehr schöne Sachen mit dem Taschenrechner mal vorrechnen. Der zweite Punkt ist, der sehr häufig falsch gemacht wird. Ich investiere das, was am Monatsende übrig bleibt. Ups, ich kenne keinen, fast keinen, der so diszipliniert ist, abzuwarten am Monatsende, ob noch Geld übrig ist. Meistens ist am Monatsende noch viele Tage übrig, aber kein Geld mehr da. Das ist das Hauptproblem und das egal, ob einer 1.000 Euro, 5.000 oder 10.000 netto verdient im Monat. Auch Leute, die richtig viel Geld verdienen haben, passen ihr Geld, ihr Ausgabenverhalten an ihren Verdienst an. Das erleben wir sehr, sehr oft in unserer Beratung. Also, man spart von oben, man bezahlt sich zuerst selbst, das heißt, da legt man was auf die Kante und dann zahlt man seine Tagesausgaben davon. Miete, Zins und Tilgen für irgendwelche Sachen, Essen, Trinken, Urlaub und so weiter und so fort. Und dann kommst du garantiert mit deinem Geld hin, wenn du einen guten Finanzplan aufgestellt hast. Der dritte Punkt ist kein Finanzwissen. Es ist immer wieder erschreckend festzustellen, wie wenig wir Menschen doch von Finanzen verstehen. Es wird in der Schule nichts gelehrt. Wir lernen The Kitchen Rain, irgendwelche tollen Essays zu lesen, wir lernen irgendwelche Zusammenfassungen zu machen, Latein, Griechisch früher, die dollsten Sachen, aber doch nichts, was Lebenshilfe ist. Wie mache ich ein Konto auf, wie gehe ich mit Geld um, von wem lasse ich mich beraten, was ist Geld überhaupt, wie entsteht Geld, was bedeutet Geld bei meiner Bank, wer kann mich überhaupt beraten und. Gehört für mich eigentlich mit in die Schule, in die Ausbildung hinein, leider wird es nicht gemacht. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das vierte ist, Gier frisst Hirn oder Emotio schlägt Ratio. Viele Menschen machen aus Gefühlslagen heraus, aus dem Hohlbauch ins Blaue hinein Finanzentscheidungen. Die werden zum Teil schneller getroffen als ein Auto gekauft. Wenn ein Deutscher sich ein Auto kauft, dann überlegt er sich die Ausstattung hin und her, fällt es Probe. Aber manche Kapitalanlagen, Finanzanlagen werden oft irgendwelche, auf Anraten eines Freundes, eines Bankers, eines Versicherungsvertreters, eines Vermögensberaters ruppizuppi gemacht. Man versteht das Produkt überhaupt nicht, hört, ach, da kann man wahrscheinlich viel Geld verdienen. Es wird einfach reingehauen. Gier frisst Hirn. Der nächste Fehler ist, der fünfte sind wir jetzt dabei, keine Ziele, keine Strategie zu haben. Nur wenn du ein Ziel formulierst und hast und sagst, in 10 Jahren will ich dastehen, in 20 Jahren will ich dastehen, dann kannst du eine Strategie ableiten. Das machen wir mit unseren Mandanten, da wird jedes Jahr eine Vermögensbilanz sich angeschaut und fortgeschrieben, was habe ich an Guthaben, was habe ich an Schulden, sprich wie ist der Saldo. Und der Saldo sollte jedes Jahr Zuwachs haben, damit ich sehe, ich entwickle mich weiter. Denn nur wenn ich so eine Strategie habe oder ein Ziel formuliert habe, bin ich auf dem richtigen Weg, kann auch kontrollieren, ist das, was ich haben möchte, was ich formuliert habe, erreiche ich das Ganze auch. Dann Thema 6, falsche Ratgeber. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, heißt das so schön. Wie kannst du, wie können wir erwarten, dass uns ein Banker, der im Angestelltenverhältnis objektiv berät, wie kannst du erwarten, dass uns ein Versicherungsvertreter, der gebunden ist an eine Versicherung mit bestimmten Produkten, objektiv beraten kann? Wenn wir uns mal anschauen, wer verkauft was? Viele Banker
müssen mittlerweile Produkte, und zwar sogenannte Provisionsprodukte, verkaufen, weil die Margen bei den Banken werden immer schlechter. Die Banken haben früher sehr viel von Kredit durch Kreditvergraben ihr Geld verdient, indem sie Baufinanzierungskredite, Unternehmenskredite herausgegeben haben. Mittlerweile sind die Margen, die Verdienstmargen, das, was die Bank verdient an Krediten, so, so schmal geworden, dass die Banken ganz große Probleme haben. Das sehen wir, dass Filialen eingedampft werden, die werden zugemacht, Bankschalter werden zugemacht, der Kunde wird immer mehr motiviert, an Geldschalter zu gehen, seine Geschäfte alleine zu machen und so fort. Und der Banker muss jetzt, weil die Margen nicht mehr stimmen, Produkte, Provisionsprodukte verkaufen. Was für ein Wunder, dass der Banker dich anruft und sagt, du brauchst jetzt Bausparversicherung, einen Bausparvertrag. Du brauchst jetzt eine neue Lebenssicherung oder Lebenssicherung ist ja nicht mehr in, eine Sachwertpolice. Du brauchst jetzt ein vermögensverwaltendes Depot. Das sind alles Produkte, wo Provisionserträge generiert werden, die der Bank das Leben noch irgendwo ermöglichen. Aus der Bankensicht vollkommen richtig, nur es geht um dein Geld. Und mit deinem Geld kann nur einer gut umgehen, nämlich du. Du musst wissen, wer verkauft dir aus welcher Motivation heraus was. Dann aber auch der Berater, der dich berät, der sollte ein gewisses Know-how haben. Derjenige, der gerade mal eine Ausbildung hinter sich hat, jung ist, wir alle waren mal jung, aber vielleicht 2.000 Euro als Angestellter verdient, der soll dir helfen, eine Million aufzubauen. Der soll dir als Selbstständigen sagen, wie Vermögensaufbau und Vermögenssicherung funktioniert. Kann das sein? Also in meiner Welt kann das nicht sein. Das stelle ich immer wieder in Gesprächen fest, wenn ein Banker mal mit am Tisch sitzt bei Mandanten. Die glänzen durch ein dermaßenes Unwissen, es ist mittlerweile erschreckend. Da meinst du manchmal, Pisa lässt grüßen. Das war jetzt gemein, aber es ist leider so. Dann das Thema, der siebte Punkt, Inflation ist nicht berücksichtigt. Inflation bedeutet, Geld wird immer weniger wert, weil bestimmte Sachen immer teurer werden. Wenn wir uns mal anschauen, wer sagt uns Inflation? Ja, der Nachrichtensprecher, ne? In der ZDF-Heute-Show oder in der Tagesschau, die Inflation, Statistisches Bundesamt hat festgestellt, die Inflation ist heute bei 2%. Da lachen noch die meisten drüber. Guck dir mal andere Indizes an, wie man Inflation messen kann. Guck mal an, wie deine Energiepreise gestiegen sind. Guck dir an, wie die Benzinpreise gestiegen sind. Oder Oktoberfest hatten wir jetzt gehabt, der Maßbierindex. Es ist unglaublich, wie teuer das geworden ist in München auf dem Oktoberfest. Da haben Volkswirtschaftler einen Index daraus abgeleitet und festgestellt, der Index, der ist nicht 2%, der ist 9-11%. Der ist fast zweistellig, die Inflation. Also, das ist aber die Frage, was wird draußen verkündet vom Nachrichtensprecher? 2%? Das Leben ist teurer, als wir glauben. Also Inflation sollte immer verdient werden. Das heißt, bei 2%, wenn wir die mal nehmen, musst du schon ein Produkt haben, das über 2 verdient, sonst hast du keinen Gelderhalt. Gelderhalt heißt, dass 10.000 Euro heute auch in 10 Jahren 10.000 wert sind. Nein, die 10.000 Euro werden in 10 Jahren nicht von der Kaufkraft 10.000 Euro wert sein. Du bekommst für 10.000 Euro weniger Ware wie heute. Deshalb ist Inflation ein ganz wichtiges Thema. Dann Punkt Nummer 8. Die Lebenserwartung, die Rentenzeit wird viel zu knapp kalkuliert. Nach dem Motto, ach, ich gehe mit 67 in Rente, reicht 10 Jahre, ich werde ja älter, Bedürfnisse gehen runter etc. Nein, wir Menschen werden immer älter, auch dank der Mediziner, die uns immer besser und länger am Leben erhalten. Manchmal auch auf keine schöne Art und Weise, manche Menschen vegetieren dahin, aber die leben noch und in der Zeit muss das Geld, was kommt, auch ausreichen. Und da reicht mit Sicherheit nicht das entschuldenfreie Einfamilienhaus aus, da reicht mit Sicherheit nicht vielleicht die Arztpraxis, die kleine Firma, die man verkauft hat, aus, sondern und das Versorgungswerk oder die deutsche Rentenversicherung, das reicht nicht aus. Da müssen andere Standbeine aufgebaut werden, die einem helfen, dass man auch alt werden kann. Ganz großes Thema, die Lebenserwartung oder die zu knapp kalkulierte Ruhestandszeit. Dann Punkt Nummer 9, auch im Rentenalter zahlst du Steuern auf deine Einnahmen. Das hat sich in den letzten Jahren auch wieder ganz still eingeschlichen. Der Gesetzgeber will auch von Rentnern mittlerweile Kohle sehen. Der will an den Renten, die die Leute bekommen, an betrieblichen Altersversorgungen, an irgendwelchen Verkäufen, die die machen, an Wertpapiergewinnen, möchte der Vater Staat auch seinen Obolus haben. Das Amt für moderne Christenverfolgung, wie das manch einer mal letztens formuliert hatte, fand ich ganz lustig. Ja, die wollen auch leben, die nehmen uns das Geld auch im Alter weg. Also das muss einkalkuliert werden in der Ruhestandsplanung.
Ich kenne kaum einen, der das gemacht hat. Und Punkt 10, lebensverändernde Einschläge sind nicht berücksichtigt worden. Lebensverändernde Einschläge sind, das kann Arbeitslosigkeit sein, das kann Krankheit sein, das kann Berufsunfähigkeit sein, das kann eine Scheidung sein, auf einmal steht man alleine. Ich habe immer meinen Finanzhaushalt aufgebaut mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zusammen, auf einmal geht man getrennte Wege, up, ist immer nicht doppelte Geld mehr da. Das ist alles nicht berücksichtigt worden. Und was ist, wenn der Partner sogar stirbt? Viele sagen, ja, wir haben eine gute Rente, nur wenn ein Partner verstirbt, gibt es nur die Witwen- und Witwerrente, die sind in der Regel nur 60% der Ursprungsrente. Auch das macht sich bemerkbar. Das sind also alles Themen, die ich jetzt aufgezählt habe, 10 Punkte, die als Fehlerquelle in unseren Beratungen festgestellt worden sind. Wie löst du diese Themen für dich? Was hast du für dich gelöst? Geh mal hin am besten, schau dir deine Themen an, schau dir deinen Ordner an, schau dir deine Vermögensbilanz an. Was hast du bis jetzt gemacht? Wo stehst du und bist du zufrieden mit dem, wie es läuft? Wenn du Fragen hast, Anregungen hast und so weiter oder Beratung brauchst, komm bitte auf uns zu, wir sind gerne für dich da. Das GMS-Team macht das gerne. Und das war's für heute. Euer Holger Nentwick. Ciao.